Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen bei Fellner Live und mir zugeschaltet aus Kiew ist jetzt der stellvertretende Chefredakteur der Bild-Zeitung, Paul Ronsheimer, der sich seit mehreren Wochen schon in der Ukraine und in Kiew befindet und hautnah vom Ukraine-Krieg berichtet. Hallo Paul. Schönen guten Tag, Niki. Paul, wie ist denn die Lage derzeit in Kiew? Wie ist auch deine Einschätzung und was hat sich in den letzten Stunden in Kiew ereignet? Es gab einen Angriff auf einen Kindergarten, eine Schule und Wohnhäuser, also wieder klare zivile Ziele, die angegriffen wurden, hier vom Zentrum rund 15 Minuten entfernt. Da hat es erhebliche Zerstörungen gegeben. Der Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko, und sein Bruder waren gerade vor Ort. Ich habe gerade auch mit ihm gesprochen. Offenbar einen Mann tot und mehrere verletzt, darunter auch Kinder. Jetzt hat man das Gefühl, wenn man die westlichen Medien verfolgt, dass die Russen derzeit nicht wirklich weiterkommen, dass dieser Angriff stockt und dass sie momentan anscheinend nicht in der Lage sind, Kiew einzunehmen. Wie ist da deine Einschätzung? Woran liegt das, dass die Russen hier momentan anscheinend in ihrem Angriff nicht so vorankommen, wie sie es geplant hatten? Ist auch mein Eindruck, dass es für die russische Armee momentan fast unmöglich ist, Kiew einzunehmen. Das liegt zum einen daran, dass sie nicht mit dem Widerstand gerechnet haben der Ukrainer, dass sie auch nicht mit dem Waffenwiderstand gerechnet haben, denn in Kiew, insbesondere in Kiew, gibt es Raketenabwehrsysteme, Flugabwehrsysteme. Also wenn es hier zu einem Angriff kommt, dann würde das zu einer erheblichen Schwächung der russischen Armee führen. Und um Kiew herum sind so viele Verteidigungseinheiten sozusagen ein Kessel gelegt worden, dass auch da Russland nicht durchstößt. In Städten, wo diese Flugabwehr, diese Raketenabwehr nicht so ausgebaut ist, wie zum Beispiel in Mariupol, da sieht es anders aus. Da sehen wir, dass bereits 80% dort der zivilen Gebäude zerstört sind, dass es hunderte, tausende Tote gegeben hat. Das ist etwas, was hier in Kiew zum Glück, muss man sagen, noch nicht passiert ist. Aber ausgeschlossen ist es nicht, dass Russland jetzt versucht, eine neue Taktik zu nehmen, eine Umgruppierung vorzunehmen, neues Personal auch in die Ukraine zu bekommen und dann erneut loszuschlagen. Wie glaubst du denn, dass die Russen hier jetzt weiter vorgehen? Ist natürlich schwer zu sagen, weil es an einem Mann liegt, der derzeit im Kreml sitzt oder wo auch immer sich versteckt, nämlich Wladimir Putin. Aber wie könnte sich das die nächsten Tage und Wochen entwickeln? Es gab ja gestern zum Beispiel Meldungen, dass die Russen überhaupt nur noch 14 Tage durchhalten können, die russische Armee. Teilst du diese Einschätzung? Glaubst du, dass die Russen sich nach einiger Zeit wirklich zurückziehen könnten, weil ihnen einfach die Vorräte dann ausgehen und weil sozusagen die Moral in der Truppe auch nicht mehr vorhanden ist? Oder siehst du da derzeit keinen Exit, den Putin sozusagen sich selber und den Russen hier präsentieren könnte? Ich glaube, für Wladimir Putin ist es extrem schwierig, diesen Krieg in irgendeiner Form zu beenden, selbst wenn er zu dem Ergebnis kommen würde, dass es nicht funktioniert, so wie er sich es vorgestellt hat. Er ist sozusagen verdammt dazu, hier irgendeinen Erfolg nach Hause zu tragen, weil ansonsten kann er seinem Volk kaum erklären, was er hier getan hat. Die Frage ist, wie definiert er Erfolg aus seiner Sicht? Da gibt es diejenigen, die sagen, na gut, wenn er den Osten hat, Mariupol zum Beispiel, Odessa, eine Landverbindung zu Krim, dann wäre das etwas. Andere sagen nein. Wladimir Putin hat angekündigt, dass er Selenskyj stürzen will oder umbringen will, dass er sozusagen die Regierung hier stürzen will. Solange er das nicht erreicht hat, ist auch sein Krieg nicht zu Ende. Das würde bedeuten, dass er militärstrategisch eine Umgruppierung vornehmen könnte. Er könnte zunächst in die Stellen gehen, die er erobert hat und dort sozusagen Basis aufschlagen und dann neues Personal reinzuholen. Man darf nicht vergessen, die Kriege, die Wladimir Putin auch schon mitgeführt hat, beziehungsweise sein Vorgänger zum Beispiel in Tschetschenien, der begann 94, glaube ich, und hat dann bis 99, Anfang 2000er gedauert. Also Wladimir Putin und die russische Armee hatte einen langen Atem. Wenn es nicht so funktioniert, wie sie sich vorstellen, kann es sein, dass sie eine taktische Verhandlung vornehmen und sagen, ja, wir setzen uns ja an einen Tisch, wie sie es jetzt ja teilweise auch tun, um dann einfach neues Militär hier reinzubringen.
Du hast jetzt auch gerade den Vergleich zum Tschetschenienkrieg gezogen und da gibt es ja immer wieder auch die Sorge und auch die Angst, dass die Russen und Putin hier ähnlich vorgehen könnten wie damals im Tschetschenienkrieg, wo sie ja Grosny wirklich dem Erdboden gleich gemacht haben. Im Syrienkrieg haben wir ähnliche Bilder gesehen, damals aus Aleppo. Ist das deiner Meinung nach vorstellbar, dass die Russen solche Angriffe dann auch auf Kiew beispielsweise starten würden? Oder traut er sich das dann doch nicht? Ich glaube, man muss ganz generell sagen, Putin ist einfach alles zuzutrauen. Also zu dieser Erkenntnis müssen wir spätestens jetzt gelangen, nachdem uns jahrelang erzählt wurde, nein, Kiew wird das schon nicht angreifen. Er greift ja Kiew bereits an, was wir heute erlebt haben, dort an der Schule und an dem Kindergarten, viele Wohnhäuser, die attackiert wurden. Er schafft es nur nicht so, wie er es in anderen Städten schafft. Und Mariupol, würde ich sagen, da kann man den Vergleich zu Tschetschenien definitiv ziehen, wenn man sich dort anschaut, dass 80% der zivilen Häuser zerstört wurden. Wenn man sieht, dass Streumunition eingesetzt wird, wenn klare Kriegsverbrechen begangen werden, das ist die Taktik, die er sowohl in Tschetschenien als auch in Syrien genutzt hat. Jetzt bist du seit Wochen mittlerweile in der Ukraine, warst auch vor einigen Jahren dort, als die Kämpfe um die Krim getobt haben. Hast du mit diesem Widerstand der Ukrainer, der wirklich ganz beachtlich ist, wie sie da die Russen derzeit in Schach halten und teilweise auch zurückdrehen, eigentlich gerechnet? Ich sag's mal so, ich hätte nicht mit einer russischen Armee gerechnet, die in dem Zustand ist, in dem sie offenbar ist, weil die russische Propaganda es geschafft hat, die russische Armee als das stärkste, mächtigste und größte darzustellen in den vergangenen Jahren. Ich glaube, das ist eher der Punkt, den viele Leute überschätzt haben, was die ukrainische Armee angeht. Ich habe sie 2014 erlebt und jetzt, und die ist nicht mehr miteinander vergleichbar. Diese 8 Jahre, das muss man immer wieder erklären, hat es bereits einen Krieg im Osten gegeben. Und das bedeutet, dass viele Menschen bereits oder viele Soldaten im Krieg waren und dass die Armee auch immer weiter ausgebildet worden ist, unter anderem von NATO-Staaten, die geholfen haben, die Soldaten auszubilden, die Waffen gebracht haben. Ich glaube, wenn Wladimir Putin 2014 diesen Angriff gemacht hätte, den es jetzt gibt, dann kann man ganz klar sagen, dass es wahrscheinlich tatsächlich nur wenige Tage gedauert hätte, bis er Kiew gehabt hätte 2014. Aber dadurch, dass die Armee so professionell mittlerweile ist, wird es sehr, sehr schwer für ihn. Du hast ja viel Kontakt auch mit den Klitschko-Brüdern, Wladimir und Vitali Klitschko, hast auch ein Interview mit dem Präsidenten Zelensky geführt. Wie ist denn die Einschätzung, wenn du mit diesen ukrainischen Spitzenpolitikern sprichst, wie sehen sie das? Sind die Siegesgewicht, sind die überzeugt davon, dass sie die Russen zurückdrängen können und dass sie diesen Krieg gewinnen werden? Also gerade Vitali Klitschko und sein Bruder, die ich ja hier jeden Tag treffe, die denken von Tag zu Tag. Die sehen die Gräueltaten, die passieren. Die sehen, wie schlimm dieser Krieg für die Menschen ist. Gleichzeitig sagen sie aber auch, ein Präsident, der uns das Existenzrecht abspricht, mit dem ist es sehr schwer zu verhandeln. Von daher rechnet man eher mit einem langen Krieg. Man traut Wladimir Putin nicht. Man weiß aber natürlich auch, dass ohne westliche Unterstützung, ohne Waffen, ohne sozusagen diese Unterstützung auf ganz langer Dauer es sehr schwierig wird, gegen die russische Armee zu bestehen. Also wenn wir jetzt von einem Krieg ausgehen, der Monate, der Jahre dauert, dann weiß man natürlich, dass die russische Armee übermächtig ist. Von daher sind es zwei Dinge. Zum einen versucht man jetzt kurzfristig, das ist ja immer noch vergleichsweise ein kurzer Krieg, wenn wir jetzt in die vierte Woche gehen, so gut wie möglich dazustehen, um dann eine Verhandlungsposition zu haben, wo man dann wirklich sagen kann, also das, was ihr wolltet, werdet ihr niemals bekommen. Jetzt fordern die ukrainischen Politiker ja immer wieder auch eine militärische Intervention des Westens, insbesondere diese No-Fly-Zone, also Verbot von Überflügen über der Ukraine. Der Westen hat sich bisher da sehr zurückgehalten, hat das eher ausgeschlossen. Das heißt immer, wenn man Angst hat, damit einen dritten Weltkrieg zu provozieren. Wie siehst du denn das? Müsste der Westen deiner Meinung nach auch militärisch intervenieren oder müsste er zumindest diese No-Fly-Zone einrichten? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich verstehe aus ukrainischer Perspektive, dass man darauf drängt, dass man den Luftraum schließen will. Ich verstehe aber auch die westliche Sicht darauf, dass man sagt, in dem Zustand, in dem Putin ist,
kann man dann nicht ausschließen, dass er Polen angreift oder die baltischen Staaten angreift oder generell den Krieg dem Westen erklärt. Von daher kann ich da die Zurückhaltung durchaus verstehen, auch von Joe Biden. Aber es braucht, wenn man nicht bereit ist dazu, diese Flugverbotszone einzurichten, dringend mehr Waffensysteme, mehr Flugabwehrsysteme und eine bessere Ausstattung noch der ukrainischen Armee. Und wenn man sich gestern angehört hat, was Volodymyr Zelensky im Deutschen Bundestag gesagt hat, das war ja fast ein verzweifeltes Bitten darum, mehr zu tun. Und der Vergleich, wie es eigentlich sein kann, dass ein Land, wo man, ja, wie die USA, das sehr viel weiter weg ist von der Ukraine, nämlich über den Atlantik und von Berlin aus sind es nur 2 Stunden hierher mit dem Flugzeug, warum dieses Land eigentlich so viel mehr hilft oder dieser Kontinent so viel mehr hilft als europäische Staaten, das sollte uns, glaube ich, schon nachdenklich stimmen. Du hast dann gestern einen sehr emotionalen Kommentar dazu geschrieben, zu diesem Auftritt von Zelensky im Bundestag. Der Titel war, du schämst dich für dein Land. Was hat dich da so aufgeregt an der Reaktion des Bundestags? Wenn ein Präsident eines ukrainischen, wenn der Präsident der Ukraine, der gerade jede Minute um sein Leben fürchten muss, jede Stunde, dass er ermordet wird, aber auch, dass jede Stunde hier Menschen sterben, einen solchen emotionalen Appell an den Bundestag richtet, auch an den Kanzler selbst, dass dann einfach zur Tagesordnung übergegangen wird, ohne dass es eine Pause gibt zumindest oder aber auch eine Debatte über diese Rede oder eine Antwort des Kanzlers und wir dann Geburtstagswünsche der Bundestagspräsidentin sehen, dann kann ich nur sagen, ist das etwas, wofür ich mich definitiv schäme. Jetzt hofft natürlich die ganze Welt hier auf eine friedliche Lösung. Da ist vor einigen Tagen der Vorschlag von russischer Seite gekommen, eine Neutralität nach österreichischem Vorbild in der Ukraine einzuführen. Wie siehst du das? Hältst du das für eine potenzielle Lösung? Die Ukrainer waren da ja am Anfang zumindest einmal sehr zurückhaltend und haben das ja eher ausgeschlossen, dass das kommt. Ich glaube, die Neutralität oder die Nicht-NATO-Mitgliedschaft ist nicht das Problem hier momentan. Ich glaube, das ist etwas, wozu die Ukrainer bereit werden, um diesen Krieg zu beenden. Allerdings ist es so, dass zum einen es so aussieht, als würde Russland oder Wladimir Putin das als Taktik benutzen und so tun, als wolle man verhandeln, aber am Ende eben diesen Krieg weiterzuführen, was man schon an vielen Kriegen gesehen hat, die Wladimir Putin und seine Truppen geführt haben. Der Punkt, der in diesem Plan, der von russischer Seite offenbar gestreut wurde, denn die Ukrainer sagen, das sei sozusagen die russische Überlegung ohne Einbindung der Ukraine, ist, dass Wladimir Putin auch eine Demilitarisierung fordert. Und er fordert außerdem, und das ist die große Frage, den Anspruch auf bestimmte Gebiete. Und die Ukrainer sagen, wenn wir verhandeln wollen, wenn wir eine Friedensverhandlung wollen, dann müssen erstmal die russischen Truppen zumindest abziehen aus dem Land. Das ist sozusagen eine Vorbedingung. Oder sie müssten, das wäre sicherlich ein Kompromiss, in das Gebiet der vorherigen Besatzung, also das, was das sogenannte Separatistengebiet war. Und die Ukrainer sagen natürlich auch, was die Demilitarisierung angeht, wie können wir uns demilitarisieren, wenn Russland uns dann in 1 oder 2 Jahren wieder angreift. Da geht es dann um sogenannte Sicherheitsgarantien. Und auch das muss man erklären. 1994 hat die Ukraine eine Sicherheitsgarantie bekommen dafür, dass man die Atomwaffen abgegeben hat. Und was dann passiert ist, haben wir ja gesehen. Gab es erst den Einmarsch auf der Krim, der Krieg in der Ostukraine und jetzt der Krieg ums gesamte Land. Siehst du derzeit irgendeine Möglichkeit für eine friedliche Lösung? Möglichkeiten gibt es immer, aber es liegt ganz und allein an Wladimir Putin. Und ob er sich dazu durchringen kann, für sich oder auch seinen Zirkel um sich herum, seine Ziele neu zu stecken oder neu zu formulieren, zumindest intern, und da bin ich sehr skeptisch. Und abschließende Frage noch, Paul, wie gefährlich ist denn Putin deiner Meinung nach auch für den Westen? Glaubst du, dass er in der Ukraine Halt macht oder siehst du wirklich eine Gefahr, dass er die baltischen Staaten, Polen, Moldawien auch angreifen könnte und hier sozusagen sein Einflussgebiet weiter noch Richtung Westen ausbaut? Ich sehe die absolute Gefahr, dass Wladimir Putin einen NATO-Staat angreifen könnte. Und all diejenigen, die jetzt sagen, das sei unmöglich und das würde er niemals tun, die sollen sich daran erinnern, was sie die letzten 8 Jahre oder 10 Jahre gesagt haben zu Wladimir Putin. Genau diese Leute haben auch ausgeschlossen, dass er irgendwann vor Kiew stehen könnte. Und hier, wo ich gerade in Kiew bin, da steht die russische Armee. Paul Onsheimer, vielen Dank. Schöne Grüße nach Kiew und sei bitte weiter vorsichtig. Dankeschön.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich wieder zurück und dann geht es gleich weiter hier auf OE24 TV.